Guten Tag! In diesem Video erklären wir Ihnen, wie man Alerts auf der Wolfix-Plattform benutzt. Die Haupteinstellungen der Alerts befinden sich im Hauptfenster von MarketWatch. Setup, Alert Settings. Betreffen wir jede von den Einstellungen. Mobile App Trades aktiviert den Benachrichtigungsversand der neuen Trades aufs Mobile App. Mobile App Local aktiviert den Benachrichtigungsversand der realisierten Alerts aufs Mobile App. Disable All Timeout deaktiviert alle Alerts für ausgewählten Zeitdauer in Minuten. Alert Beep aktiviert Signalton bei der Realisierung aller Alerts außer Preisalerts. Alert Sound ermöglicht Herunterladen eigener Audiodateien. Preisalert Beep aktiviert Signalton bei der Realisierung des Preisalerts. Preisalert Message aktiviert eine Preisalerts-Benachrichtigung. Preisalert Sound ermöglicht Herunterladen eigener Audiodateien für den Preisalert. Da sind auch einige Farbeneinstellungen verfügbar. New Trade Beep ermöglicht die Aktivierung aller Signaltöne bei Realisierung der Alerts. Drei letzte Punkte ermöglichen Herunterladen eigener Audiodateien getrennt für Market, Limit und Stop Trade. Betrachten wir jetzt den Preisalert. Er befindet sich in der rechten oberen Ecke. Klicken wir auf das Eingabefeld und wählen wir Alert. Stellen wir ihn so wie eine normale Linie aus. Klicken wir auf die Preisskala. Mit dem zweiten Klick bestätigen wir die Alerts-Ausstellung. Jetzt aktiviert sich ein Signalton, wenn der Preis dieses Niveau erreicht. Wenn wir mit der rechten Taste der Maus auf die Linienbezeichnung klicken, öffnet sich das Fenster mit den Einstellungen dieses Alerts. Da kann man Art des Alerts bestimmen, lokal oder Server. Der lokale Alert wird nicht aktiv, wenn die Plattform oder die Grafik zu sind. Also wenn wir gerade nicht am Computer sind, aber der bestimmte Preis interessiert uns, wählen wir dann Server Alert. Der wird auf jeden Fall funktionieren, auch wenn die Plattform nicht geöffnet ist. Wenn wir noch Send aktivieren, dann bekommen wir eine Push-Benachrichtigung über diesen Alert aufs Mobile-App. Message aktiviert die Benachrichtigungen auf dem Bildschirm. Send aktiviert den Versand der Push-Benachrichtigungen über bestimmten Alert aufs Mobile-App. Bei der Auswahl des Server-Alerts wird die Funktion Send automatisch aktiviert. Also um die Push-Benachrichtigungen zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Server-Alerts auszuwählen, dann wird der Alert auf jeden Fall aktiv, oder Lokal-Alert auszuwählen, aber dann muss zusätzlich in den Haupteinstellungen die Funktion Mobile App Local aktiviert sein, sowie die Funktion Send to Mobile Device. Wenn die Plattform oder die Grafik aber nicht geöffnet sind oder der Computer sich im Schlafmodus befindet, wird Alert nicht aktiv. Repeat aktiviert die Wiederholung des Signaltones, bis wir ihn manuell nicht ausschalten. Focus aktiviert das Fensterblinken bei der Alert-Aktivierung. Betrachten wir jetzt die Alert-Einstellungen des Volumen-Alerts. Alle verfügbaren Alerts befinden sich im Limits-Einstellungen-Menü. Deswegen gehen wir zu den Limits, wählen wir das notwendige Limit aus und aktivieren wir die Funktion Alert. Wenn wir Push-Benachrichtigungen aufs Mobile-App bekommen wollen, aktivieren wir zusätzlich die Funktion Send, Send to Mobile Device. Prüfen wir in den Haupteinstellungen auch, ob die Funktion Mobile App Log aktiviert ist. Klicken wir Edit. Auf der Wolfix-Plattform sind die Alerts für alle Grafiktypen verfügbar. Das Prinzip ist überall gleich. Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Alert haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Die Kontakte finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.